beiden Teile des Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn haben seit Mitternacht am Freitag eine Verbindung. Angeliefert war das Mittelteil der etwa 130 Meter langen Brücke schon vor einigen Tagen worden. Mit einem großen Autokran wurde das Verbindungsstück der Brücke eingeschwenkt. So musste der Bahnverkehr unterbrochen werden und die Oberleitungen vom Strom befreit. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, wird aber noch das ganze Wochenende vergehen. Die Drahtseile der Hängebrücke müssen noch eingespannt werden und mehrere Stunden lang arbeiten Schweißer daran, die Metallteile der Brücke zu verbinden. Dann müssen die Gerüste abgebaut werden und dann am Montag früh können auch die Züge wieder fahren. Eine unerwartete Komplikation gab es aber doch. Eine der Oberleitungen, die abgeschaltet werden musste, war verknüpft mit der Stadtbahn, die eigentlich weiterfahren sollte. Deswegen musste in der Nacht zum Samstag extra ein Spezialbautrupp aus Stuttgart anrücken, um die Oberleitungen neu zu verbinden, damit die Stadtbahn wieder fahren konnte.